Yay, es geht weiter. Also, heute machen wir Sondereinsatzkommando. Ich habe mich ja durch glückliches Verklicken, habe ich ja dann doch noch das Sondereinsatzkommando gewählt. Ja, sind ein paar zusätzliche Missionen, die schon relativ knackig und hart sind. Also der Schwierigkeitsgrad einfach, ich glaube, da werde ich auch ein paar Mal drauf gehen können. Schauen wir mal, wie es läuft. Wird eigentlich ganz interessant sein, weil wir spielen jetzt sozusagen. Ja, nee, ich will nicht zu viel verraten. Wir gucken mal. So. Sondereinsatzkommando, kurz SEK. Sie haben sich freiwillig für einen Geheimeinsatz zum Sondereinsatzkommando SEK gemeldet. In Zusammenarbeit mit dem galaktischen terranisch-vasudanischen Nachrichtendienst GTVN. Unser Hauptziel ist es, der Allianz genaue und umfassende Informationen über die Taktik, Technologie, Aktivitäten und strategischen Ziele aller Kräfte zu liefern, die der GTVA feindlich gesonnen sind. Die Missionen des Sondereinsatzkommandos werden weit hinter den feindlichen Linien durchgeführt, mit einem Minimum an logistischer Versorgung. Zu unseren Aktivitäten auf feindlichem Gebiet gehören Infiltration, Sabotage, gezielte Anschläge und das Sammeln von Informationen. Sie werden als Agent in die neoterranische Front eingeschleust, als Staffelführer der Staffel Alpha des 185. Jägergeschwaders. Ihr Kontaktmann bei diesem Auftrag ist Lieutenant Commander Christopher Snipes. Ein alliierter Offizier, der vor 6 Monaten zur NTF desertiert ist. Als Geschwaderführer des 185. wird Snipes Ihnen Ihre Ziele sowohl als NTF-Pilot als auch als alliierter Agent zuteilen. Sie werden mit einem Gerät ausgestattet, das es Ihnen erlaubt, während eines Gefechts mit Snipes über eine abhörsichere Frequenz zu kommunizieren. Die NTF-Schiffe werden diese Übertragungen als Zieldaten interpretieren. Gute Sache. Ziel unserer verdeckten Ermittlungen ist das ETAG-Projekt der NTF. Da nur die höchsten Dienstränge Zugriff auf diese Daten haben, ist unser Wissen über dieses Projekt sehr lückenhaft. ETAG befasst sich mit der Entwicklung einer neuen, richtungsweisenden Technologie, wahrscheinlich einer Massenvernichtungswaffe. Admiral Bush leitet das Projekt persönlich. Die Rebellen bauen einen Prototypen auf seinem Kommandoschiff ein, der Iceni. Wir müssen uns diese Sache näher ansehen. Selbst eine Scannerabtastung der Iceni wäre schon eine wertvolle Hilfe. Bei diesem Unternehmen arbeiten wir eng mit dem vasudanischen taktischen Befehlsstab und der terranischen 6. Flotte zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gegen alliierte Jäger kämpfen müssen, ist sehr gering. Sollten Sie jedoch wirklich von Alliierten angegriffen werden, haben Sie die begrenzte Erlaubnis, das Feuer zu erwidern. Aber nur zur Selbstverteidigung oder um die von Lieutenant Commander Snipes festgelegten Ziele zu erreichen. Halten Sie sich auf jeden Fall zurück und beurteilen Sie die Lage nach Ihrem Ermessen. Urteil nach eigenem Ermessen. Hier spricht Leutnant Commander Snipes. Ich möchte alle neuen Piloten beim 185. willkommen heißen. Wie Sie wissen, hat die Niederlage von Admiral Koss in Epsilon Pegasi das Polarsystem für alliierte Angreifer verwundbar gemacht. Um 14.25 Uhr Standardzeit haben vorgeschobene Kräfte der GTVA unsere Blockade am Sprungknoten durchbrochen. Die Kolossus wird nicht lange auf sich warten lassen. Bosch geht kein Risiko ein. Wir ziehen das Befehlsschiff Iceni in den Regulus-System zurück, wo Bosch den Sitz seiner provisorischen Regierung einrichten will. Wir haben dieses Manöver ja schon mehrfach durchgezogen. Piloten Alpha und Beta Staffel geben der Iceni Geleitschutz zum Sprungknoten. Data, Sie bleiben als Eingriffsreserve in Bereitschaft. Okay, also mal Data zum Rufen vielleicht. Der Regulusknoten liegt mitten in einem kleinen Asteroidenfeld. Unsere Aufgabe ist es, eine Schneise freizuräumen. Asteroiden auf Kollisionskurs mit der Iceni sind, worauf sie schießen müssen. Die Kanoniere der Iceni werden uns unterstützen. Es sollte also nicht allzu anstrengend sein werden.
Ja, für mich ist schon Lesen anstrengend. Genau, wir fliegen in Raumüberlegenheit. Oh, hier könnte man mal die alte fliegen. Manövrierfähigkeit schlecht, Panzerung stark. Schwach gut. Mittelmäßig. Die Amulugis, die kann ich auswählen. Oh, ich fliege lieber mit dem Herak. Den guten Algen. Bei Tempest aufnehmen. Also für die Planeten brauchst du eher Tempest. Sicherer Kanal. Als Letzte fangen Sie mich. Wir Ups. sprechen hier über einen sicheren Kanal. Wir brauchen eine Abtastung der Iceni. Erfassen Sie das Kriegsschiff als Ziel und nähern Sie sich ihm auf 600 Meter. Halten Sie den Vorhaltekreis des Schiffs in Ihrem Fadenkreuz. Sicherer Kanal. Was macht denn der Forschungskreuzer hier draußen? Davon hat mir das NTF-Oberkommando nie etwas gesagt. Muss irgendwas mit elektronischer Kriegsführung zu tun haben. Oh, da ist der Iceni. Klein, aber hoch. So wie zu keine Feinde. So laut, dass man nicht mehr den Captain hört. Das ist doch geil. Hui. Wir haben Neuigkeiten von der Epsilon-Pegasi-Blockade. Weitere basudanische Kriegsschiffe sind unterwegs. Die Iceni wird wie geplant zum Regulus-Knoten weiterfliegen. An alle Einheiten. Verteidigen Sie die Iceni und die hinten. Beide müssen das Regulus-System erreichen. Die Zukunft von Neo Terra hängt davon ab. Kann keine Verstärkung rufen. Na gut. Bomber, Bomber. War knapp. Das Bomber machen hier. Yeah.
Alter. Ich glaube, ich versag hier gerade. Ja. Gut, wie ich sagte, das ist ein wenig schwieriger, das Spiel hier. Wir haben sozusagen schon gleich am Anfang versagt. Ja, also so sollte man es nicht machen. Genau. Ja, wollen wir noch mal den Einsatz wiederholen. Das ging ordentlich in die Hose. Sie haben sich freiwillig für... Jupp. Sicherer Kanal. Also jetzt empfangen Sie mich. Wir sprechen hier über einen sicheren Kanal. Wir brauchen eine Abtastung der Iceni. Erfassen Sie das Kriegsschiff als Ziel und nähern Sie sich ihm auf 600 Meter. Halten Sie den Vorhaltekreis des Schiffs in Ihrem Fadenkreuz. Sicherer Kanal. Was macht denn der Forschungskreuzer hier draußen? Davon hat mir das NTF-Oberkommando nie etwas gesagt. Muss irgendwas mit elektronischer Kriegsführung zu tun haben. Sicherer Kanal. Das ist komisch. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Mal sehen, was unsere Analytiker zu Hause damit anfangen können. Mhm. Vielleicht soll die auch beim ersten Mal gleich verlieren. Ich habe es einfach nur verkackt, weil ich die Meteoriten da nicht mehr zerstört habe. Kurz vor Schluss, weil es sah die ganze Zeit ganz geil aus. Aber naja, gut, was soll's. Bomba. Thank you.
hier die Meteoriten kommen. Fuck you, ich bin nicht dein Ziel. Oh, ich bin fast Schrott, ey. Schlechtes Kino und zerstört einfach die Liga. Der ist gleich Schrott. Na, ihn. Der fliegt dran vorbei, gut. Aber alle beschützt, ist ja mal geil. Ich sehe, ich kriege gerade noch irgendwo was ab. Also auf jeden Fall wäre ich jetzt Schrott gewesen. Mit 38 Leben, da weiß ich ganz genau, für höheren Schwierigkeitsgraden wäre ich wahrscheinlich tausendfach gestorben. Einmal in den Asteroiden reingeflogen, dann ein paar Mal in den Beam. Also Strahlengeschütz, also... Können wir mal gucken, genau, wir brennen noch. Ach, hier haben wir es mal. Hier haben wir mal den Stachel drauf. Zu sagen, das ist unser Zeichen, wir sind die Scorpions. Schön. Gute Arbeit, Piloten. Admiral Bosch und die Icini haben das Regulus-System. Gut. Wir brennen schön. Ja klar, das wollte ich mal sagen, zeigen hier das Emblem. Unser Schiff. Vorne sitzt mal drinnen.
peasy. So. Mensch, da haben wir es ja gleich wieder geschafft. In Ordnung, Pilot. Ich habe ein paar gute und ein paar schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass wir die Essini und die Hinden nach Regulus geschaffen konnten. Die Daten ihres Scanners wurden an den geheimnisvollen ETA, wurden an den GTVN übertragen und unsere Operation zur Enthüllung des geheimnisvollen ETA-Projekts geht weiter wie geplant. Die schlechte Nachricht ist, dass wir in größerer Gefahr sind, als Ihnen wahrscheinlich klar ist. Die vasodanische Kriegsschiffe standen unter dem Befehl von Admiral Amuse, der über unsere Aktivitäten im Bilde war. Die Tatsache, dass die Vasodaner den exakten Zeitpunkt und Ort kannten, an dem die Iceni abfliegen sollte, hat die Rebellen etwas misstrauisch gemacht. Na klar, wie kommt man darauf? Wie üblich übertreibt der GTVA mal wieder. Amuse und sein Befehlsstab sollen jetzt wegen Befehlsverweigerung vor einem Kriegsgericht gestellt werden. Die Rebellen sind da natürlich ganz hellhörig geworden. Der Admiral kannte nicht nur die Position der Iceni, sondern es war ihm auch noch verboten, diese Informationen auszunutzen. Damit steht unser Geschwader bei den NTF ziemlich weit oben auf der Liste der Verdächtigen. Und noch etwas. Die Piloten unter Amoses Befehl waren über seinen renegaden Zustand informiert worden, bevor sie den Angriff über Angriff flogen. Unter diesen Umständen konnten wir nur das Feuer erwidern oder unsere Tarnung auffliegen lassen. Passen Sie auf sich auf, Pilot. Das alles wird dadurch nicht leichter. Abbruch. So, wir haben dir nichts hinzuzufügen. Weiter geht's. In der nächsten Folge.